So, hallo zurück. Ich habe gerade gemerkt, dass lustigerweise mein Screen Capturing Tool leider nicht den Ton vom Spiel mit aufnimmt. Das heißt, ich werde euch alle Texte vorlesen und ich brauche euch nicht zu schweigen, wenn die anderen quatschen. Da entstanden wohl im ersten Teil ein paar Lücken. Solltet ihr Vorschläge haben für bessere Freeware Screen Capturing Tools? Bitte einfach einmal in die Kommentare posten. Ich bin für eure Vorschläge offen. Gut, wir haben hier das letzte Mal gestoppt. Da ist noch ein so ein kleiner Alien vor unserer Haustür, aber schauen wir mal, wie der reagiert. Wir gehen erstmal in die nächste Runde. Ah, er hat die Schnauze voll von uns. Das trifft sich gut. Wir von ihm nämlich auch. So. Wir schicken unseren Erkunder erstmal hier herüber zu der zweiten Ressourcensonde, die wir schon gecheckt haben. Und dann gibt es hier noch einen abgestürzten Satellit, den wir vielleicht auch bergen können. Aber nichtsdestotrotz, dieser eine Alien nervt mich noch ein wenig. Wir hätten jetzt zwei Möglichkeiten. Wir könnten ihn von der Stadt aus angreifen oder wir lassen unsere Soldaten die Erfahrung sammeln. Wir lassen natürlich unsere Soldaten die Erfahrungen sammeln und das war's. Sehr schön. Gut, wir haben zwar einen leichten Verlust erlitten, aber wir haben auch die Erfahrungspunkte gesammelt und weiter geht's. So. New Haven ist gewachsen. Sehr schön. Wir haben jetzt einen zweiten Einwohner. Wir werden uns jetzt aber vorläufig, wir erforschen die Reliquie der alten Erde, wir werden uns jetzt vorläufig erstmal auf die Produktion fokussieren und nicht auf die Nahrung. Ich weiß, mehr Bürger bedeutet, wir können auch mehr Nahrung dann sammeln, aber egal. Hier seht ihr schon, wir wollen ja darüber zu dieser Ressourcensonde. Allerdings ist hier Miasma und wenn wir unseren Erkunder ins Miasma stellen, dann erhält er Schaden. Das heißt, er wird jetzt erstmal hier warten. Unsere Soldaten verkrümeln sich erstmal wieder auf neutralem Boden. Oh, wir dürfen einen Bonus wählen. Wir sind befördert worden. Wir haben die Auswahl zwischen neue Rekruten, stellt augenblicklich 50 Trefferpunkte wieder her, oder Disziplin, dauerhaft plus 10% Stärke und Fernkampfstärke im Kampf. Wir nehmen die Disziplin, die Trefferpunkte brauchen wir jetzt nicht. Ja, New Haven ist gewachsen. Und wir verschanzen uns erstmal bis zur Heilung. Ab in die nächste Runde. Es macht den Anschein, die Aliens haben jetzt erstmal die Nase voll von uns. Sprich, sie haben kapiert, dass mit uns nicht gut Kirschen essen ist. Wir haben eine Questaktualisierung. Gründen Sie einen Außenposten. Damit unsere Kolonie gedeiht, sollten wir expandieren. Wir sollten unsere Forschungen auf die Gründung neuer Außenposten konzentrieren. Erforschen Sie die Pionierarbeit. Das ist ja alles recht und schön, aber mit gerade mal heißen zwei Einwohnern werden wir tunlichst noch etwas warten, bis wir expandieren. Aber das können wir ja später noch in Betracht ziehen. So, wir haben gesehen, unsere Soldaten wurden ein wenig geheilt. So, wo kann unser Erkunder her? Er kann direkt hier herunter und da ist kein Miasma, also. Aber da sind jede Menge Aliens. Sehr schön, dann schauen wir mal, wie die auf unseren Erkunder reagieren. Das habe ich mir gedacht. Hier ist übrigens noch ein abgestürzter Satellit. Unsere Soldaten sind soweit fit. Wir wollen sie nicht ins Miasma stellen, das heißt, wir stellen sie daher. Und unser Erkunder wird im Moment von den Aliens zwar in Frieden gelassen, aber schaut sich hier mal die Gegend an. Ah, wir haben unsere dritte Ressourcensonde gefunden. Die werden wir dann gleich checken. Und wir haben eine Produktion fertig. Gut, wir gehen jetzt. Soldat haben wir, Erkunder haben wir. Wir bauen jetzt erstmal einen Bautrupp, um die Geländefelder rund um unsere Kolonie verbessern zu können. Ab in die nächste Runde. Mich wundert es jetzt gerade irgendwie, dass außer diesen zwei
Neuankömmlingen noch niemand gelandet ist, aber ich verbuche das mal als positives Ereignis für uns, Ressourcensonde durchsucht. In der Ressourcensonde haben sie einen einfachen Satelliten gefunden, der immer noch intakt ist und über ausreichend Raketentreibstoff verfügt, um Fluchtgeschwindigkeit zu erreichen. Eine Freieinheit-Sonnenkollektor ist jetzt in der Stadt New Haven bereit zum Start. Sehr schön, das nehmen wir natürlich gern mit. Wir haben noch eine Bewegung frei und werden mal schauen, ob wir darauf kommen, irgendwie so oben rüber zu der zweiten Ressourcensonde. Und in der Zwischenzeit lassen wir mal unsere Soldaten hier antreten und wir haben den Sonnenkollektor. Orbitaleinheit plus Energie auf Geländefeldern, die Ihnen gehören. Alle Städte in Reichweite erhalten außerdem plus 20% Energie. Das nehmen wir doch gern mit, den schießen wir drauf. Bei allen Orbitaleinheiten sehen wir hier die Orbitalansicht. Das bedeutet, das ist quasi der Orbitaleinflussbereich von unserer Stadt. In diesem Bereich können wir Orbitaleinheiten starten. Hier sind auch grün markiert unsere aktiven Stadtfelder, unsere Stadt hier in der Mitte. Die Nutzfläche hier, diese hellgrüne Markierung, das sind die Felder, die Orbitaleinheit abdeckt. Und wenn man zwei Orbitaleinheiten oder mehr hat, dann dürfen sich diese Felder nicht überlagern. Das heißt, wenn wir jetzt hier was starten auf unserem Stadtgelände, dann könnten wir die nächste Einheit hier oder hier starten, aber nicht so, weil wir dann hier die Überlagerung hätten. Wir werden so schnell keine zweite Orbitaleinheit kriegen, das heißt, wir nutzen sie voll aus, den Bonus für die Geländefelder und für die Stadt und siehe da, der Satellit schwebt, sehr schön. Wir können wieder zur normalen Ansicht wechseln. Merken wir hier jetzt was? Wir kriegen 8,4 aus der Produktion durch alle Städte. Gut, soweit so gut. Das war die Ressourcensonde. Ab in die nächste Runde. Im Moment geht es noch relativ schnell mit den Runden berechnen. Das wird sich auch noch ändern, nehme ich an. Oh, ich sehe gerade, New Haven ist gewachsen. Das Basaltgebiet gehört uns. Das werden wir uns gleich genauer anschauen. Wir sind hier in der Nähe von einer feindlichen Einheit. Deswegen haben wir in diese Richtung auch nur